Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir den Part direkt vor diesem Menü beendet. Aber ich gehe nochmal raus, weil ich bemerkt habe, dass wenn wir dort schon diese Mission anfangen, wir auf Schwierigkeiten stoßen können, beziehungsweise wir können die eigentlich nicht mehr weitermachen, da dieses fette U-Boot da ist und wir eingeschränkt sind auf der Map. Deswegen müssen wir als allererstes Bowser erledigen. Also kommt es doch zuerst. Na gut, wie dem auch sei. Ich spring mal rüber. Das ist hier nun das zweite Bowser-Level. Und ich habe jetzt direkt hier meinen Arsch verbrannt. Um zum zweiten. Da vorne gibt es aber ein Herz. Also nicht so schlimm, wenn wir uns hier den Arsch abbrennen. Hier gibt es auch wieder die 8 roten Münzen. Die werde ich jetzt auch noch einsammeln. Und dann hätten wir das eigentlich auch. Natürlich für die 100%. Okay. Du wirst auch sterben. Die 100 gelben Münzen gibt es hier natürlich nicht. Weil das halt nicht so ein normales Level ist, sondern eigentlich nur so der Eingang oder halt der Weg zu Bowser. So. Ach du Scheiße. So kommt man eigentlich auch schnell nach oben, aber ich zeig den normalen Weg auch nochmal. Und zwar hier hochklettern. Und danach hier Akrobatensprung. Und hier vorne sollte, glaube ich, eine One-Up sein. Okay, ne, hier waren jetzt so ein paar Münzen. Lag ich doch falsch. Und hier schon die zweite rote Münze. Einige sind teilweise recht gut versteckt, würde ich meinen. Es war einer hier oben in der Ecke. Okay, ist ein One-Up. Hier oben in der Ecke ist einer. Und hier unten. Wir müssen erstmal die Plattform steigen lassen. Und danach sammeln wir die Münze ein. So. Stampfattacke, damit wir keinen Schaden bekommen. Und weiter geht's. So. Das Spiel ist so schön in 60 FPS. Geil. Okay, so. Nun sollte das gebacken sein. Wir können auch mit dem Wandsprung hier nach oben. Müssen wir nicht abwarten, bis dieser scheiß Lift nach oben geht. Und natürlich habe ich es falsch gemacht und mein Arsch brennt ab. So sollte man es nicht machen. Hier oben sollte, glaube ich, auch noch eine rote Münze sein. Ich glaube, jetzt hier wird doch keiner. Aber vielleicht hat die auch einfach nicht geladen, weil das Spiel so alt ist. Okay, die hat nicht geladen. So, da oben ist doch eine. Zum Mitschreiben. Wieder ein paar Bullies. Und da oben sollte jetzt, glaube ich, ein One-Up sein. Genau. Und somit haben wir 7 One-Ups. Das Beschissene ist halt, wenn man immer wieder ein Spiel startet, resettet es die One-Ups, die man eingesammelt hat. Das ist ein bisschen komisch und dumm zugleich. Aber das ist immer so bei 3D-Marios. Ich weiß nicht, ob es bei Odyssey auch so ist, aber zumindest bei Mario Galaxy 1 war es, glaube ich, auch so. Mario Galaxy 2 bin ich mir auch wieder unsicher. Ah! Gut, fast nicht geschafft. Aber wir haben es doch noch geschafft. So, jetzt geht's hier nach oben. Bam. Münze einsammeln und boom. So. Falsch getreten und wir werden sterben. Doch nicht. Gut. Da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Okay, jetzt brennen wir uns wieder den Arsch ab und da vorne ist ein Herz. Das heißt, wir haben wieder volles Leben. So. Dann geht's hier nach oben. Vielleicht schaffe ich das. Nee, was mache ich? Die Hilfe. What the fuck? Alter, war das knapp. Darf ich das bis da ganz nach oben? Nee. Dann halt nicht. So. One-Up. Damit haben wir 8 Leben. Stampfattacke, damit wir keinen Fallschaden bekommen. Und weitere Münzen eingesammelt. Jetzt haben wir alle 8 roten Münzen eingesammelt. Und dafür gibt es den Stern. Okay, jetzt hier hoch. Ich glaube, wenn ich mich gut anstelle, ja, jetzt einfach hier nicht runterfallen. So. Wow, another Power Star. Mario gains. Oh Gott, das sah aus wie ein O. Mario gains more courage from the power of the castle. Do you want to save? You bet. Yes, I want to save you fucking cocksucker. You found 70 Power Stars, beziehungsweise jetzt auf Deutsch, weil die einige das nicht verstehen. Sie haben nun, oder du hast nun, 70 Power Sterne gefunden. Das Mysterium der endlose Treppe wurde nun, gelüftet. Danke. Danke dir. Und Bowser ist nun ziemlich behindert drauf, beziehungsweise er ist ziemlich böse. Nun ist es dein, ach, scheiß drauf.
Übersetzung ist ziemlich gut, muss ich sagen. Von mir, bitte Daumen nach oben. A4. Nee, Spaß, Leute. Mario, du fetter Bastard, Alter. Ich fick deine Oma. Ach du Scheiße, Bowser ist wirklich ziemlich aggressiv, weil wir 70 Bausteine haben und somit das letzte Tor betreten können. Das letzte Bowser-Tor, um ihn zu bekämpfen. Denn gegen Bowser kämpfen wir insgesamt 3-mal in diesem Spiel und das ist das 2. Mal. Das heißt, man braucht wieder eine bestimmte Anzahl von Sternen. Ich glaube, hier für das 2. Tor waren es 30 oder 50. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das für das andere, das letzte 70. Ansonsten würde man eine endlose Treppe hochlaufen. Und da wir jetzt 70 Sterne haben, können wir die hochlatschen. Oder man macht halt irgendwelche Speedrun-Tricks. Alter. Ich glaube, ich muss auf hoher Distanz... Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss auf hoher Distanz runtergehen. Wir sind jetzt auch nur von 4 von diesen Bombendingern. Scheiß Bowser. Ich hoffe, er springt jetzt nicht wieder nach oben. Okay, da hat er nun ein bisschen Feuer. Ah, scheiße. Das war ja sonst ja immer so easy. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier falsch mache. Okay, endlich. So. Nun, Joystick drehen bis zum geht nicht mehr und im richtigen Moment loslassen. Ich glaube, ich werde das sowas von verkacken. Los geht's. So long, Gabe, Bowser. Ah, ne, scheiße. Falscher Knopf. Zu viele Knöpfe auf meinem Controller. So long, Gabe, Bowser. Ach du Scheiße. Ist das falsch. Okay, der wird wahrscheinlich in der Mitte landen. Oder doch nicht. Und jetzt die Plattform. Die Plattform. Ach du Scheiße, die Plattform. Los geht's. Ach nein. Mann, ey. Mann, Bowser. So, nun habe ich dich. Jetzt müssen wir nur noch zu dieser Bombe da vorne schmeißen. Grob in diese Richtung einfach. So long, Gabe, Bowser. Okay, das war scheiße. Ach du Scheiße, wir werden fast sterben. Nein! Nein! Ja, ich würde den Part gerne neu aufnehmen. Verzeihung, dürfte ich hinaus. Ja, das war gerade ziemlich schlecht von mir. Ich verstehe nicht, was ich gerade falsch mache. Es lief sonst immer so gut. Ich habe es voll vergessen, wie ich den bekämpfen soll hier bei dem zweiten Kampf. Ich hoffe, ich schaff's doch. Oh mein Gott. Scheiß Bowser. So. Okay. Endlich. Bam. Und da ist er tot. Hoffentlich. Ich bin los. Der Power, die Kraft der Powersterne hat versagt. Schon wieder. Nächstes Mal werde ich dich umbringen. Nächstes Mal wird alles perfekt laufen, nach Plan, wie es sein sollte. Nun, wenn du deine Prinzessin wiedersehen willst, komm auf das, auf die höchste Etage des Schlosses. Ich werde auf dich warten. Und da ist der Schlüssel. Das ist sauber. Wuhu! Und wir springen da raus. Ganz stolz. Safe and continue. Nun können wir weitermachen, da dieses fette U-Boot und diese Absperrung unten im Wasser weg ist bei Dire Dire Docks. So, Pole Jumping for Red Coins. Die roten Münzen. Die 8 roten Münzen oder die 100 gelben Münzen. Oder beides. Was auch immer. Wir machen beides. So. Der erste Spot, wo sich die ersten gelben Münzen befinden, sind gleich hier oben. Ziemlich behindert versteckt, weil man sieht die nicht von Anfang an, wenn man von oben nach unten fliegt. Weil halt das Spiel das nicht so weit darstellt. Die Render Distance ist nicht so hoch, wie bei Minecraft. So. Also, wenn man so einen Usil-PC hat. Grüße gehen raus in den Blutzi-LP, falls er das sieht. Glaube ich eh nicht. So. Hier waren schon mal 5 gelbe Münzen oben versteckt. Also, falls ihr das Spiel zu 100% spielen möchtet und ihr das Let's Play gerade seht, bitte sehr. Okay, hier sind die nächsten gelben Münzen. So, das ist jetzt hier so ein schwieriger Spot, denn man kann ziemlich leicht gesogen werden. Einfach in die entgegengesetzte Richtung schwimmen und die Münzen einsammeln. Dann geht das auch ganz easy. So, hier sind auch ein paar Münzen und das sollten dann, glaube ich, dann auch die einzigen sein, die einfach noch hier rumliegen. Die anderen sind hier oben. Dann sollte man auf ungefähr so 30, also über 30 Münzen kommen. Glaube ich. Weiß nicht genau. So.
Wir können auch die wunderschöne Musik genießen. Ba, 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 ba. So. Und nun hier oben. Bam, ba, da, 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 na, na, na. Okay. Ich glaube, er kommt auch sogar auf über 40 Münzen. Noch zwei Münzen, dann habe ich 40. Diese Münze. Und dann diese und diese. So. Damit der Part jetzt nicht allzu lange dauert, werde ich nun diesen Teil überspringen. Indem ich einfach das mache. Ganz easy. So. Hier unten sind keine Münzen mehr, das weiß ich. Deswegen schon mal hier von. Oder gehen wir nach oben. Und nun werden wir wieder die Schnelligkeit ausmachen. So, hier reinschwimmen. Also vom dem hintersten Eingang. Und diese Münzen hier einsammeln. Dann geht's nach vorne. Und man kommt hier hoch. Wenn man das zerschlägt, kommen keine Münzen raus, wie bei Bob-Omb, Dingstar, Shit. Und wir haben es rüber geschafft. So. Nun muss man einfach nur noch die 8 roten Münzen einsammeln. Und 2 Münzen sind ja. Also eine rote Münze ist ja jemals so viel wert wie 2 gelbe Münzen. Also glaube ich, sollte das schon klappen. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszurechnen. Ba, 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 ba. So. Ah, Mann. Scheiße. Da habe ich verkackt. Wobei, man kann das eigentlich schon easy peasy rausrechnen. Denn, also ich glaube, ich rechne das richtig. Bin ich der Meister in Mathe? Weil 8 rote Münzen sind ja so viel wert wie 2 gelbe Münzen. Wenn man 8 mal 2 rechnet, dann kriegt man 16. Also das plus 16, da kommt man nicht auf 100. Also ich sie da noch später nochmal nachschauen, vermute ich jetzt mal. Das wird ein Spaß. Oder nee, da vorne sind ja noch blaue Münzen, genau. Ach du Scheiße! Ich habe das vorhin so gut geschafft. Was ist jetzt mit mir los? Hilfe. Weil ich hatte das eben noch so in Erinnerung, dass man halt nur hier oben sein muss, wenn man die... wenn man alle Münzen vorne eingesammelt hat. Und danach muss man nicht mehr nach hinten gehen. Ja. So. Jetzt bitte. Mario, danke. Und geh wieder drüber. Also darüber. So, wie viele Münzen habe ich jetzt? 4. Oh mein Gott. So, hier können wir es nun runtersliden lassen. Und hier sind nun die blauen Münzen. Und die sind 5 Münzen wert. So. Nun das plus 16. Da kommen wir locker flockig auf über 100. Also 85 plus 16 gibt ja erstmal plus 6, 91. Und danach plus 10, 101. Alter Mathe. Mathe, Mann. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, bitte. Oh mein Gott. So. Und hier auf den nächsten. Bam. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis diese scheiß Lianen oder was auch immer, also Lianen sind es ja nicht, aber ich weiß nicht, wie ich die sonst nennen soll, elektronische Lianen, weil hier rüberkommen, diese Stangen. Stangen ist ein gutes Wort. No shit. So. Bam, bam, bam. Nein, damit ist dieser Stern, den wir eingesammelt hatten, von U-Boot, von Bowser. So. Nun sammeln wir diese rote Münze ein und hier oben... Okay, die stoppen wir doch nicht gleich, aber bald sollten die beide gleichzeitig laufen oder zumindest entgegenkommen, dass ich da drüber springen kann. Jetzt. So. Nun sammeln wir die letzten 2 Münzen ein. Wobei, was das sind ehrlich die letzten 2 Münzen? Da fehlt noch eine. Oder? Hä? Doch nicht? Lol. Wir haben nur 93 Münzen. Mathe läuft wohl doch nicht so. Hä? Habe ich irgendwas falsch gerechnet? Ich verstehe jetzt nicht, was falsch läuft. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal mit dem Unsichtbarkeits-Cappy und dem Metall-Cappy nochmal nachschauen. So, nach unten. Weil hier hinten kann nichts mehr sein.
Oh, keine gelbe Münze. Hier hinten ist auch nichts mehr. Also müssen wir eigentlich nur hier rüber. Wobei, da ist eine Muschel. Geht doch nicht. Meine Augen sind scheiße. Hä? Dann verstehe ich nicht, wo das sonst sein soll. Hilfe. Ach, scheiße. Dann möchte ich das mal wieder überspringen. Hä? Wir sind zurück. Hilfe. Was ist los? Hoch. Bäm. Ach du Scheiße, Mann. Nee, wobei, das war richtig, das war richtig. Ich dachte gerade, wir wären auf der falschen Richtung wieder. So. Nun wieder normal, bitte. Hier sollten nun die restlichen Münzen sein, aber ich habe keinen Plan, wo die sind. Kein Plan. Kommt die raus vor der Kiste? Nee. Oh, scheiße, Elektroschock. Schnell nach oben, sonst versaufe ich. Ich frage mich halt, wo die sonst sein sollten. Diese restlichen 7 Münzen sind's. Hilfe. Oder, ich glaube, ich weiß wo. Ah, ich bin so ein Vollhorst. Ich weiß wo. Die sind hinten noch. Hier sind ja 2 Muscheln, aber da ist keine Kiste drin. Also keine Münze, meine ich. Also hier, auch dein Mal auf. Da ist keine Münze. Da ist einfach ein One-Up. Den können wir noch schnell einsacken. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja, gut. Den schaffen wir sowieso nicht mehr. Das ist ja super. Ja, genau. Die anderen gelben Münzen, die sind drüben. Deswegen mache ich nochmal schnell den hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich werde ertrinken, ich werde ertrinken, ertrinken, ertrinken. Okay, bam, 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 bam. Und nun sind wir hier. Okay. Ich glaube, ich hoffe, das ist es. Hier hoch. Das spawnt mir nämlich auch noch was. Nee, warte. Nein, oder? Lol, Wucher. Wo sind denn die restlichen Münzen? Hä? Wo zum Fick sollten die sein? Okay, Leute, ich werde jetzt kurz einen Schnitt machen und nochmal nachforschen, wo die sind. Was soll die Kacke? Hilfe! Okay, einige Münzen sind noch hier unten versteckt. Das ist, nicht so geil. Da. Da sind einige versteckt. Und noch woanders, aber ich glaube, diese reichen mal. So. Endlich. So, mein Mathe-Rechenfehler, keine Ahnung, was da läuft. Falls irgendwer mal draußen das Fail schneiden sollte, ich glaube, das gehört auf jeden Fall rein. Mein Mathe-Dingster-Fail. Aber ich verstehe nicht, wie ich das falsch rechnen konnte, lol. Also, ich weiß nicht, was mein Mathe-Fehler war. Aber, ist egal. Denn ich bin auch gerade zu Hause und komme von der fucking Arbeit. Und da ist vielleicht auch verständlich, dass ich Mathe vergesse, weil ich es sonst die ganze Zeit auf der Arbeit anwende und irgendwann muss es mal aus sein, mein Gehirn von Mathe. Ja, also ein oder andere würde sich denken, so, wenn er nicht mal diese 80, was weiß ich, mit 16 addieren kann, wie kann es denn sein, dass er so eine Arbeit hat, wo man nur wo Mathematik gebraucht wird? Ja, das kann ich dir sagen. Mein Kopf. Danke. Okay. Das war's mit dem Part von Mario 64. Wir sehen uns am nächsten wieder. Tschüss!